Hallo meine Lieben, ein weiteres Video für die Oberstufe, Bereich Semester 4 Erinnerungskultur, und zwar um die Frage, was ist eigentlich Geschichtsbewusstsein? Wer nach Namen sucht, es geht hier um das, was Hans-Jürgen Pandl dazu sagt, das ist ein berühmter Geschichtsdidaktiker, der gerne herangezogen wird bei diesem Thema, das ist eins von zwei Videos, ein zweiter Teil wird noch kommen, und zwar geht der dann um die Frage der Geschichtskultur, auch von Pandl. So, erstmal muss man unterscheiden zwischen Geschichtsbewusstsein und Geschichtswissen. Das Geschichtsbewusstsein selbst bildet sich individuell in jedem Menschen heraus, wenn er historisches Wissen verarbeitet, also im Hirn sozusagen. Witziger Aspekt ist, dass mangelndes historisches Wissen oder sogar fehlendes historisches Wissen die Bildung von Geschichtsbewusstsein nicht verhindert, und zwar ganz im Gegenteil. Auch Leute, die nichts über irgendwas wissen, haben trotzdem Bewusstsein für Geschichtlichkeit und können daraus ihre individuelle Sichtweise herausbilden. Es ist also nicht das Anhäufen von historischem Wissen, sondern eine Art Sinnbildungsinstanz auf Grundlage der individuellen Verarbeitung von dem, was man erfährt, was man teilerfährt oder auch nicht weiß und Leerstellen dann füllt und so weiter und so fort. Wozu dient das Ganze? Das ist eine Orientierungsinstanz. Das Individuum kann sich auf Grundlage seines Geschichtsbewusstseins in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Geschichte orientieren. Die Entstehung ist in jedem Menschen immanent, wird angenommen. Immanent bedeutet innewohnend, das heißt, sie gehört zu uns dazu, wie alles andere auch, und ist in den Prozess des Spracherwerbs eingebunden. Wenn man ganz kleine Kinder betrachtet, dann sieht man, dass die bereits im Alter von 3 Jahren anfangen, eine Form von Geschichtlichkeit herauszubilden. Also sie wissen, was gestern ist, was heute ist, was morgen ist. Natürlich nicht so dezidiert und differenziert, aber bestimmte Geschichtlichkeit wird langsam gebildet und es ist unmöglich, es nicht zu bilden in der Regelentwicklung. Jetzt gibt es einige Unklarheiten. Frage 1. Ist die Bildung von Geschichtsbewusstsein überhaupt ein bewusster individueller Prozess? Und genau da haben wir das Problem. Das Wort Bewusstsein gibt ja eigentlich an, dass es mir bewusst ist, was ich tue. Ich bin sozusagen in jeder Phase darüber in Kenntnis gesetzt, was hier gerade vor sich geht. So, und das ist aber so. Das Geschichtsbewusstsein bildet sich auch, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Also wenn ich über den Prozess gar nichts weiß, wenn ich Lücken habe und so weiter, völlig unabhängig davon entwickelt sich bei jedem Menschen ein Geschichtsbewusstsein. Problem 2. Ist das ein feststehender Fachbegriff, der immer einheitlich definiert wurde? Die Antwort ist, nö. Denn dieser Begriff ist einer starken Wandlung unterworfen gewesen. Im 20. bis zum Teil werdet ihr noch heute Leute finden, dann wurde der Begriff normativ verstanden. Das heißt, es gibt eine Regel vor. Ganz klar wird vorgeschrieben durch das Geschichtsbewusstsein, was man wie über Geschichte denken soll. Achtung, das ist die Wandlung. Das heißt, was ich jetzt sage, ist nicht das, wie es heute verstanden wird, sondern wie es früher verstanden wurde. So, gerade im 19. und 20. Jahrhundert, wir gehen ja nicht auf Inhalte ein, aber es ist ganz klar, dass das Geschichtsbewusstsein von den dort damals Lebenden auf ihre Kollektive bezogen wurde. Ja, wenn ich da schon in eine Klammer, ihr seht es da, Nation, Volk, Rasse, dann ist klar, aus welcher Richtung da der Wind weht. Das Geschichtsbewusstsein galt den Leuten damals als eine Art Kollektivbewusstsein, die von jedem einzelnen Mitglied des Kollektivs eine ganz bestimmte Form von Denken und Handeln erwartete. Also nach dem Motto, durch dein Geschichtsbewusstsein weißt du, was richtig ist, und dann tust du es. So, die Schule war nur dazu da, für das Geschichtsbewusstsein, wie es damals verstanden wurde, des Einzelnen zu sorgen, damit der in seiner Gruppe in genau richtig definiertem Maße handelte und sich bewegte. So, heute ist das aber anders. Denn wir haben ein ganz anderes didaktisches, also lehrebezogenes Verständnis davon. Die Schule hat heute die Aufgabe, den Schülerinnen zu helfen, ihr eigenes Geschichtsbewusstsein herauszubilden, damit sie sich bewusst zu historischen Themen Distanz halten können und ihre eigene Position, Stichwort Sachurteil, Stichwort Werturteil, verorten können. So, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt die einfach in die Kommentare hinein. Dafür ist die immer ganz hilfreich, die Funktion. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren oder weitere Playlists oder Videos benutzen. Ansonsten freue ich mich über Interaktion. Däumchen wären Träumchen und bis zum nächsten Mal.